Was geht ab, Freunde? Wir reacten heute auf den neuen Song von Juju und zwar Vertrau mir, Freunde. Heute ist es soweit, endlich das neue große Comeback, Freunde, von Juju. Ich muss sagen, ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe ja auch. Ich habe auch, glaube ich, in vielen Videos immer mal wieder gesagt gehabt, dass ich hoffe, dass irgendwann bald mal wieder was von ihr kommt. Und es ist endlich soweit, Freunde. Ich würde sagen, wir starten direkt rein hier. Gerade kam schon Reaction online, oder die müssen wir jetzt gleich hier während dem Video irgendwie online stellen, zu dem Song von Luciano mit Shirin, Freunde. Ansonsten, es kommen so viele Reactions online. Egal, was ihr schauen wollt, es kommt gleich online. Also eins nach dem anderen, Freunde. Ich nehme jetzt gleich alles nacheinander halt auf. Und ja, ansonsten lasst gerne ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu mittlerweile 6500 Abos. Wäre mega korrekt. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir starten endlich rein hier. Let's go, Mann. Okay. Interessant. Es klingt schon mal interessant. Baby, vertrau mir. Ich schwöre, das ist ein auf jeden Fall neuer Stil. Aber wie gesagt, also ich glaube, das könnte geil werden. Baby, vertrau mir. Sie reden mit mir, wenn ich reinkomme, über mich, wenn ich rausgehe. Es dreht sich um mein Einkommen oder Aussehen. Machen einen auf Fahrt, denken, dass ich draufstehe. Alle schieben Film, weil ich nur dich im Raum sehe. Guck der Nacken so breit, du bist nice, du bist ein Mann. Also ich muss wirklich sagen, damit hätte ich niemals gerechnet. Aber es ist nicht schlecht. Also es, ja, kann man sich geben bis hierhin. 37 Sekunden, man kann noch nicht so viel sagen, aber wie gesagt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Deine Hosen sind breit, du bist so groß, neben dir bin ich klein. Gucken sie dumm, kriegen sie eine Ohrfeige oder sie kriegen einen Stich. Aber du bist nicht dumm, du bist nie vor Gericht. Alle anderen Boys interessieren mich nicht. Baby, noch ein bisschen Body, dann verliere ich mich. Also Baby, vertrau mir. Aber man muss sagen, auf jeden Fall ein bisschen stabiler Flow von ihr. Ich finde, das Video passt auch sehr gut dazu. Also finde ich, waren ein paar coole Shots drin. Das hier zum Beispiel, finde ich, sieht mega geil aus. Hier Detail, Freunde, Detail. Jetzt ist der Eye-Tracker nicht mehr an, wie gerade bei Shirin. Aber hier Playboy-Dings auf dem Fingernagel drauf. Ja, also ich finde, das Video passt gut dazu eigentlich. Ich, also Baby, vertrau mir. Baby, vertrau mir, das ist kein Traum. Baby, komm tanzen. Baby, komm mit. Also wo ich gespannt bin, ist halt, ob mehr in diese Richtung kommen wird, ja. Ich guck mal hier, nee, ein Album ist jetzt noch keins angekündigt. Bis jetzt, ich denke, ja, früher oder später wird eins kommen dieses Jahr. Also bin ich mir eigentlich schon relativ sicher. So, deswegen habe ich mir auch immer gedacht, okay, irgendwann muss dieses Jahr wieder was von ihr kommen, weil, ja, also man darf die Chance dann auch nicht verpennen, so. Und ich meine, man hat jetzt länger nichts mehr von ihr gehört. Der letzte Song war der mit Loredana, der auch, also wirklich mega krass ankam, fand ich, war auch ein sehr krasser Song auf jeden Fall. Und ich glaube, danach kam auf jeden Fall nichts mehr. Und da davor ist es auch schon ein ganzes Stück her gewesen. Deswegen, also es war wirklich, also überfällig. Mehr oder weniger. Baby, komm mit, du willst es doch auch. Baby, vertrau mir, das ist kein Traum. Scheiß mal auf die Leute, komm und lass uns einen bauen. Baby, vertrau mir, ich zieh mich aus. Oder willst du lieber tanzen, ganze Nacht mach ich auf. Du bist, was ich will, du bist eine Maschine. Bitte fass mich an, Baby, zeig mir deine Liebe. Du bist mein Typ, ja, ich will dich übertrieben. Sogar mit Grills am Start. Ich schwöre auch, wenn man den Song ein paar Mal noch öfters anhört, wird man den, denke ich mal, noch mehr fühlen. Also wie gesagt, es ist halt gerade wirklich überhaupt nicht das, was ich gedacht hätte, dass es wird. Und deswegen ist das so ein bisschen, man ist so ein bisschen überrascht, sage ich mal. Ich denke, das wird vielen Leuten auch so gehen. Die Bewertungen waren aber auch sehr gut. Also wie gesagt, ich finde das gut. Und ich meine, es ist was Neues so. Deswegen ist eh immer nicht verkehrt. Ja, über 10.000 Likes zu 500 Dislikes, so stabile Bewertung. Deine Liebe, du bist mein Typ, ja, ich will dich übertrieben. Ich kann nicht mehr warten, Baby, komm in meine Suite. Bei dir meine ich ja, wenn ich nein sag. Ruf mich an, wenn du Zeit hast. Ruf mich an, es ist Freitag. Ich will dich und sonst kein Mann. Baby, alles im Einklang, denn du bist meiner. Ich finde vor allem die Art, wie sie float, auf jeden Fall interessant. Das ist so ein bisschen so auf, wie soll man das jetzt beschreiben, so, als würde sie das so nebenbei irgendwie machen. Ganz, ist überhaupt kein Problem, so komplett One-Take irgendwie gefühlt so und ja. Also ich weiß nicht, wie man es besser beschreiben soll, aber ja, auf jeden Fall eine coole Art, wie sie das rüberbringt. Du und ich, das ist Skandal, wie du, ist nicht normal, Baby, anders. Mach mich high an einem Samstag, küss mich wach an einem Sonntag. Baby, vertrau mir, Baby, vertrau mir, das ist kein Traum. Baby, komm tanzen, Baby, komm mit. Ansonsten vom Video her, muss ich auch sagen, finde ich sehr gut. Ist jetzt, sag ich mal, vom Inhalt her vom Video jetzt nichts irgendwie krank Neues oder so. Also da wurde jetzt das Videogame nicht neu erfunden damit.
Aber es passt ganz gut dazu. Ich finde, es hat eine coole Atmosphäre, so rein von den Farben und so, mit dem Auto und so, alles passt eigentlich soweit ziemlich gut. Oh, Baby, vertrau mir. Baby, vertrau mir, das ist kein Traum. Baby, komm tanzen. Baby, komm mit, du wirst es doch auch. Ich guck mal nur nebenbei, Freunde, ob das Video online gegangen ist. Ja, ist auf jeden Fall online, das andere könnt ihr gerne abchecken. Ich habe nur mal geschaut, ja, damit das nicht jetzt gesperrt wurde oder so. Ja, ich bin auch natürlich auf eure Meinung gespannt. Deswegen kommentiert gerne mal, was findet ihr jetzt besser? Dieser neue Stil oder den Stil, den sie halt früher hatte? Und denkt ihr, sie wird jetzt wirklich nur in diese Richtung gehen mit solchen Beats? Oder wird sie wieder so in die alte Schiene gehen? Also ich persönlich würde vermuten, dass sie jetzt zwar mal sowas gemacht hat hier, vielleicht nochmal was in die Richtung kommen wird. Aber ich glaube, die wird jetzt nicht komplett nur auf solche Beats und sowas umwechseln, so. Glaube ich eigentlich nicht. Also ich denke, da werden auch vielleicht mal wieder so gefühlvollere Sachen kommen und so, was auch mega gut, also was sie auch mega gut kann. Gut, also der Typ, finde ich, der hätte jetzt auch nicht sein müssen im Video, aber sonst ist es ganz gut. Okay, Freunde, das war's. Ich bin mega gespannt auf eure Meinungen. Schreibt's in die Kommentare, Freunde. Ansonsten, wie gesagt, kommen jetzt alle anderen Videos online. Ich hoffe, das hier wird auch nicht gesperrt und so. Und ja, lasst ein Like, lasst ein Abo da, aktiviert am besten die Glocke. Und wir sehen uns gleich wieder mit dem nächsten Video, mit dem dritten und vierten und fünften und keine Ahnung wievielten, Freunde. Bis gleich. Ciao.